Und damit ein recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge hier im neuen LS19 Projekt, im LS19 Alpine Farming Projekt. Ich bin hier mit meinem leiblichen Bruder, dem Marc Nagelbauer. Wir sind hier jetzt an der Tanke, wir sind gerade aus unserer Heimat gekommen, aus Tirol, und wollen eben jetzt den Hof uns mal anschauen, den wir geerbt haben von unseren Großeltern. Die hatten den Hof, den Nagelbauerhof, und da werden wir jetzt erstmal hinfahren mit unserem Pickup hier. Und ja, Marc, wie machen wir's? Wollen wir einfach mal zu unserem Hof fahren jetzt hier? Wir haben uns hier gerade mal an der Tanke noch was zu essen geholt. Wollen wir mal hochfahren? Ja, können wir gerne machen. Gut, dann willst du fahren? Ja, kann ich machen. Gut. Also wir haben nur mitbekommen, dass es auf dem Hof einen Kuhstall gibt und wir schon Maschinen haben, mit denen wir auf jeden Fall schon mal was anfangen können, dass wir nicht gleich bei Null starten. Wir haben noch zusätzlichen Kontostand von 750.000 Euro. Wer weiß, was wir noch machen müssen am Hof da oben. Ich weiß nicht, was gemacht ist, in welchem Zustand der ist. Man hat uns nur gesagt, der Hof ist jetzt euch. Deswegen, wir fahren das da jetzt mal hin. Marc, ich bin so gespannt, ne, was da jetzt wieder aussieht und so. Ich war da noch nie. Ja. Ich war hier auch noch nicht. Das wundert mich halt. Es ist halt einfach, ich weiß, also das, guck dir diese Landschaft mal an. Traumhaft. Geil, oder? Ja. Also hier, die Häuser sehen, Alter, die sind so wunderschön. Also ich bin mal gespannt. Ich bin gespannt, wie der Hof aussieht. Und wie unsere Nachbarn sind. Da freue ich mich schon drauf, die zu sehen. Stimmt, hier sind ja, also ich habe ja gehört, also hier sollen wohl, also ist halt sau viel Wiese auch, ne? Ich weiß gar nicht, wo hier richtig Felder sind. Was willst du eigentlich, wenn wir jetzt einen Bauernhof haben, was willst du dann machen? Weil wir haben ja alle Möglichkeiten. Das stimmt, also ich weiß ja nicht, wir haben ja einen Kuhhof, ne? Ja. Ich weiß ja nicht, wie groß ist unser Hof? Ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass wir eine große Wiese haben. Eine große Wiese, okay. Eine große Wiese. Da müssen wir mal gucken, ob wir zu zweit noch klarkommen. Jo. Ansonsten müssten wir halt gucken, dass wir irgendwie noch einen Mitarbeiter oder so mal suchen, der uns dann aushelfen kann, also mithelfen kann hier. Weil, also müssen gleich gucken. Ich sag mal, wenn du sagst, eine große Wiese, ich weiß nicht, ist das Einzige, was wir bisher haben, oder haben wir auch noch irgendwie so ein Feld im Dorf da unten? Also ich habe ja gesagt, ich weiß es nicht. Ja, wir müssen mal in die Unterlagen. Oh, da habe ich gerade den Zaun mitgenommen. Da müssen wir gleich mal nachgucken, ob ich da eine Beute drin habe. Nicht also, so schön. Guck dir mal diese Siedlung hier an. Ey, du fährst wie eine gesenkte Sau, Marc. Ja, ich weiß. Du wärst schon mehr überall gegen gefahren. Ich dachte eben, wäre schon Wallach vorbei gewesen. Wallach. Walchen. Wie es auch immer heißt. Ja. Oh, geile Kurve. Diese Kurve liebe ich. Oh, 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 oh. Oh. Wir werden jetzt, wie gesagt, uns jetzt gleich als allererstes mal angucken, wie unser Hof ist, was wir an Grundstücksfläche haben. Und was für ein Fuhrpark, also Fuhrpark wir da eben schon überhaupt Fahrzeuge haben. Das, ich hoffe mal. Also uns wird ja, also ich sag mal, 750.000 plus Hof wäre ja jetzt nicht schlecht zum Anfang. So, aber ich rechne jetzt schon damit, dass wir doch schon ein bisschen was haben, mit dem wir arbeiten können. So. Ja. Weil ich will da jetzt eigentlich hinkommen und direkt, wir haben Frühling. Und dann Abfahrt. So. Gerade Strecke, also unser Navi sagt, wir wären jetzt gleich da, ne? Okay, ja. Ist das das Haus? Da vorne. Oh, oh. Ah, das Nagelbauer. Das sieht gut aus. Dann fahr da mal rein. Wir schauen mal. Lol.
Aha. Ja, stell mal gerade den Pickup einfach hier hin. Jo. So. Okay. Also wir haben hier schon mal einen Viehhänger. Okay. Sieht gut aus. Das stimmt. Was haben wir denn hier drin? Oh, schau mal. Komm mal gucken. Oh, oi. Das ist ja stark. Das ist ja saustark. Okay, wir haben Steier. Dann haben wir hier einen Lindner, einen kleineren. Wender, Schwader, Ladewagen. Das ist ja also ein Wenderchen. Passt auch für die Größe. Jo. Hier ist ja noch einer. Wenn wir 3 Traktoren haben, dann könnten wir echt noch einen Mitarbeiter einstellen. Jo. Wo ist nur jetzt der Kuhhof? Oh, und jetzt war alles in Sponsor. Ich und mein Fett, ich und mein Fett. Hier hinten. Fetti, Fetti, Fett. Ich und mein Fett, ich und mein Fett. Ich und mein Fett, mein Fett. Ich und mein Fett, ich und mein Fett. Fetti, Fetti, Fett. Luxusfarm, danke für dein Follow. Lol. Nichts. Alles, ja, okay, also Kühe müssten wir wahrscheinlich erstmal noch holen. Oh, das wäre ja machbar. Alter, das. Und hier noch? Ich hab. Okay, also ich glaube, wir haben schon einen Miststreuer. Wir können die Kühe dann rübergehen. Kann man das auch aufmachen? Ja. Kann man auch durchfahren. Das klemmte. Nee. Ja, so. Klemmte. Ja, das ist gar nicht schlecht. Oh, ja. Guck mal, einen Telelader haben wir auch noch. Und Mähkombi. Und Mähwerk. Okay. Warte mal, ich guck mal eben auf meinem Handy, wie groß das hier ist. Also die Wiese. Lass uns einfach mal gerade hochgehen ans Haus hier und mal hinsetzen. Ja. Das ist ja echt herrlich hier. Wir haben eine schöne Aussicht. Das stimmt. Also das ist ja, Alter. Guck mal, ich setze mich ganz vorne hin. Auf die kleinen Stühle. Alter, guck dir das mal an. Sehr schön. Also hier ist. Das ist ja geil. Ist echt. So, ich guck mal auf mein Handy. Mach das. Oi. Ich hab grad nachgeschaut. Die ganze Wiese hier und oben drüber gehört uns noch die Wiese. Zeig mal grad. Hier. Schau es dir an. Lol. Lol. Das ist. Wie viel ist denn das? 12 Hektar? Okay. 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 Wir haben anscheinend noch Besucher, weil. Ist das hier ein Hotel? Weil wir haben hier noch 2 weitere Autos. Sieht hier so ein bisschen so aus, ne? Ja. Oder hier so eine Almhütte. Ja, hier oben. Also ja, ich sag mal, hier ist ja auch ein riesiger Biergarten. Hier ist doch bestimmt Betrieb im Sommer. Jo. Ich fahr wahrscheinlich gleich nochmal ins Dorf und hol mal unser anderes Auto und kann ja dann mal unten fragen, ob jemand hiervon was weiß. Ja, das ist vielleicht eine Maßnahme. Du, ich habe auch gesehen, hier gibt's so eine What's Farm Gruppe, wo man in diese Dorfgruppe. Ah, ja, da also kann man auch mal reingehen. Ich bin da jetzt schon drin. Sind da auch Pferde drin? Ich hoffe nicht mehr. Ich guck mal eben. Also das wäre jetzt, glaube ich, schlecht für die Pferde, wenn die jetzt ja, glaube ich auch. Würden. Der hat dieselbe Farbe wie unser Pickup, ne? Ja, also ich weiß nicht, also das ist halt, ich weiß nicht, ob das irgendwie Markenfarbe anscheinend. Ja, warte, ich mach mal die Plane auf, warte. Warte. Ne, gut, ist leer. Okay, Glück gehabt. Also das ist ja Riesenhof. Jo. Beim Nagelbauer Piesendorf. Guck mal, wir können sogar Grillparty machen hier. Jo, da haben wir. Da können wir auch unseren neuen Nachbarn dann mal hinzuholen. Quasi mal ein Willkommens. Hier machen wir mal fette Party. Auf jeden Fall. Jo. Alter, das ist. So, guckst du noch ein bisschen und ich hol mal das Auto. Du holst mal ihr zweites Auto. Ja.
Also ich schau mal den Hof hier noch. Alter, das ist ja... Alter. Ja. Ich will jetzt mal den Steier hier dran anschmeißen. Mach bloß keinen Blödsinn. Hast du die Schlüssel irgendwo gehabt? Die sind, glaube ich, im Haus, oder? Ach, hier unter der Fußmatte. Oh. Warte mal. Jo. Lindner Steier. Na, so. Ich bin mal weg. Jo. Ich bin mal kurz weg. Wie ist denn das? Willst du laufen? Ich lauf mal eben, jo. Jo, bis gleich. Frische Luft. Gut. Alter. 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 Da müssen wir hier erstmal noch ganz kurz. Das gibt's ja nicht. Warte mal. So. Alter, das ist ja. Alter. Alter Vater. Und diese Wiese, das hier ist alles uns, oder was? Die ganze Wiese ist uns. Warte mal, haben wir hier ist das ein Skilift? Okay, ein Güllefass ist hier noch. Ein Futtermischwagen, also der ist ja echt Stimmung. Alter. Ist ja echt ein Skilift. Also im Winter geht's hier bestimmt richtig. Hier schneit's doch bestimmt richtig heftig im Winter, oder? Das bis da unten scheint ja jetzt doch echt noch unsere Wiese hier zu sein, alles. Okay, also an Gras mangelt es bei uns jetzt nicht. Alter. Also vielleicht sollten wir auf jeden Fall jetzt als nächstes Mal dann mit den Anschaffungen von Tieren beginnen. Wir haben ja auch jetzt noch unten ein anderes Auto, das ist gerade da. Da hat Marc jetzt hoffentlich bald mal die Rechnung bezahlt für. Und ich park den jetzt einfach mal wieder hier rein. Alles ein bisschen sehr eng hier, habe ich das Gefühl. Aber ich kann mich hier jetzt bisher echt noch nicht beschweren. Über das, was wir jetzt hier haben. Von daher, ich lasse es einfach mal so stehen. Also hier hatten wir jetzt noch einen Case. Sämaschine, bisschen Saatgut. Und ein Anhänger. Okay. Also um mal grob jetzt geguckt zu haben, was wir haben. Also hier, das ist ja die Wiese, die wird ich jetzt noch. Okay, die kann noch ein bisschen wachsen, würde ich sagen. Können wir die schneiden und ich würde auf jeden Fall mal gucken, dass wir irgendwie irgendwo Felder mal herbekommen. Ich weiß ja nicht, wie das hier ist mit Felder kaufen. Ich hatte hier, warte mal, ich hatte hier irgendwo im Auto, glaube ich, war die Karte. Sekunde mal. Hier. Also hier scheint ja irgendwo, hier war so ein. Hier scheint so ein Land- und Maschinenhandel sich zu befinden. Ja. Man da irgendwie mal anrufen kann. Es sind ja echt noch viele Höfe. Also hier, das ist glaube ich unser Hof, der genau, Nagelbauer ist eingezeichnet. Und hier, das hier ist ein Hof, hier ist ein Hof, da ist ein Hof, da ist ein Hof, da ist ein Hof. Hier sind halt überall die Felder, da müssen wir mal gucken. Da ist ein Hof. Da ist eine BGA. Tankstelle, Lagerhaus. Ein Pferdehof, glaube ich. Und hier sehr viele Kühe. Noch ein Hof hier. Also hier ist
hier mangelt es halt einfach wirklich nicht an, an irgendwas eigentlich. Also das ist halt einfach krass. Ich weiß gar nicht, wie viele Kühe hier reinpassen, aber es war ja, sah ja jetzt nicht aus, als wären das irgendwie so 20 Kühe oder so. Hier, das ist ja... Das ist ja eine Riesenhalle. Also klar gibt es ja auch noch größer so, aber... Guckt euch das mal an. Also jetzt bin ich hier im Stall drin. Guckt euch das mal an. Hier ist... Hier ist dann jetzt... Salzburger Land, das Milchparadies, okay. So ein Partner bestimmt gewesen. Alter, guckt euch das mal an. Das ist doch einfach krank, oder? Das ist echt krank. Alter. Ja, also das ist echt geil. Oh, das sieht verrostet aus ein bisschen. Ah, mal gucken, vielleicht funktioniert das ja auch noch. Und hier, das ist halt einfach echt alles unsere Wiese. Da müssen wir mal gucken. Wir hatten ja ein Mähwerk. Wie gut das noch reicht für diese Fläche an Feldern, die wir hier oben haben. Also das ist... Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet mit so einem Hof. Also hier müssen wir echt noch einen Mitarbeiter einstellen. Da kommen wir ja sonst niemals drum rum. Ich will mal gucken, wann der Markt wiederkommt. Mal gucken, was wir machen. Ach Gottchen, da ist er ja. Marc! Moin! So. Da ist noch unser Jeep. Hatte gerade zwischenzeitlich ein paar Probleme. Mhm. Deswegen. Hat es ein bisschen länger gedauert. Jetzt noch. Also wir hatten den ja bestellt noch für hier das Gelände, sag mal, was hast du bezahlt? Ich habe jetzt 50.000. Oh, das, ja, okay. Das war ja... Und der Anhänger war ja schon von uns, den ja, hatten wir vergessen. Ja, musste nur noch ein bisschen was. Genau, alles klar. Gut sag mal, wie hast du das jetzt vorgehabt, was wir machen wollen? Wollen wir als allererstes mal gucken, wie das im Gras ist, oder? Wir müssten ja... Also es ist ja noch im Wachstum. Ja, ja, wir sollten erst gucken, was wir genau machen sollen. Wollen. Ja. Wir haben ja jetzt hier, wie ich es jetzt eben gesehen habe, alles noch, um ein Feld zu machen, alles um eine Wiese zu machen. Ja. Ein Pferdeanhänger. Ja, da gehen doch auch irgendwas rein. Also für Kühe reicht das nicht, das ist ja klar, aber da müssten wir uns auf jeden Fall mal irgendwo hier was ausleihen oder so. Ja. Mal irgendwen fragen, ob er so einen Viehanhänger hat. Aber. Also ich habe hier nochmal mich umgeguckt, das ist ja wirklich, hier ist ein Skilift auf unserem... Jo, echt? Also hier hinten, komm einfach mal mit. Hier ist halt einfach ein Skilift. Ich weiß ja nicht, wie das hier mit Schneemasten im Winter ist. Also ich sehe, da oben liegt immer noch Schnee. Guck dir das hier mal an. Jo, da müssen wir echt gucken, dass auch unser Hof hier dann ordentlich bleibt. Jo. Ja. Weil, sonst schlittern wir ja auch noch den Skiberg mit unseren Traktoren runter. Ja, also ich weiß ja nicht, wie das hier ist, wem dann, also wer das dann ob wir das dann betreuen müssen, den Schiss hier oben im Winter mit dem Schnee. Aber weiß ja nicht, kann man ja machen, dass man sich da irgendwie ein bisschen was anschafft, um die Piste da irgendwie. Ich weiß ja nicht, wie das, weiß ich ja nicht. Also wir kommen ja aus Tirol hier, aber trotzdem. Keine Ahnung, wie das hier in der Gegend ist. Also es ist... Oh, und jetzt vor allem ist es vor schon. Ich und mein Fett, ich und mein Fett. Einfach krank, einfach so. Ich hab nicht damit gerechnet, also da müssten wir echt noch... Ich und mein Fett, mein Fett, ich und mein Fett, ich und mein Fett. Jo. Fett. Die Kinder haben hier ein Spielplatz. Ich glaube, der Rasenmäher, den brauchen wir... Nicht mehr? Für die kleine Fläche vielleicht, aber... Nee, da müssen wir mal gucken. Ich weiß ja nicht, ob's wie das hier... Also, wenn sich das lohnt, kann man sich einen Aufsitz mehr für so einen Scheiß hier holen, aber... Jo. Müssen wir gucken halt. Hühner?
Weißt du, ob wir Hühner haben? Hühner war keine Ahnung. Weiß nicht. Also es sieht hier alles ziemlich verlassen aus. Ja, ist es ja auch. Alter, ist das hier ein... Was ist denn das hier? Pferde? Hühner. Hier stellt man Hühner rein. Und so kleine, wenige Boxen. Hilfe, ich weiß jetzt auch einen Geheimgang zu dem Hof oben. Aha. Also hier wird es noch viel zu erkunden geben, hier in der Gegend. Ist eng. Ja, also bisher ja erstmal nicht schlecht, der Eindruck. Jo. Also finde ich wunderschön. Aber gut, meine Freunde. Das soll's gewesen sein mit der ersten Folge. Wir sehen uns morgen 15 Uhr wieder zur zweiten Folge dann hier, wo wir uns dann mal angucken, was wir jetzt hier auf dem Hof genau machen. Und ja. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen um 15 Uhr wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao.